Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Der November kann für euch zu einem echten Wohlfühlmonat werden. Zu Hause im gemütlichen Heim erlebt ihr liebevolle und entspannende Zeiten. Löwe-Singles haben besonders in der ersten und in der letzten Woche des Monats sehr prickelnde Flirtchancen und können spannende neue Leute kennenlernen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation näher an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, mit den langfristig wirkenden Aspekten. Und da wäre zunächst mal ganz wichtig das Quadrat zu Jupiter im vierten Haus. Also Jupiter steht jetzt im Skorpion und damit für euch im Haus der Familie, im Sonnenhaus der Familie. Und das bedeutet, dass ihr schöne Zeiten in eurem Heim habt und glücklich seid mit eurer Familie. Und glückliche Löwepaare können auch Nachwuchs bekommen. Die Familie kommt zu Besuch, ihr feiert gerne bei euch zu Hause. Das ist auch eine super Zeit, falls ihr euch ein Haus kaufen oder euer Heim renovieren wollt. Allerdings geht Jupiter damit in eine Spannung zur Löwesonne, eben dieses Quadrat. Und das kann bedeuten, dass ihr des Guten zu viel wollt und mit euren Vorhaben und Ideen über eure Grenzen geht. Ihr könnt jetzt viel vollbringen, aber ihr müsst euch vor Übertreibungen hüten. Jupiter im Quadrat zur Sonne, das kann auch heißen, dass man übertriebene Erwartungen hat und seinen Eitelkeiten zu viel Bedeutung beimisst. Alles über die psychologische und mythologische Bedeutung dieser Konstellation erfahrt ihr in meinem Video-Special zu Jupiter im Skorpion, Finde den verborgenen Schatz. Und das Jupiter-Quadrat empfangen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 27. Juli bis 2. August. Ja, weiterhin super wichtig für euch ist die Konjunktion mit dem Mondknoten in eurem Zeichen. Ihr werdet als Seelenpartner gefunden und seid wichtige Türöffner für Menschen, denen ihr den Weg in eine bessere Zukunft zeigen könnt. Bitte schaut euch dazu unbedingt auch noch das Video-Special Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Mondknoten steht in diesem Monat auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 10. bis 14. August. Dann haben wir noch den Aspekt zu Uranus und Saturn gleichzeitig für euch in diesem Monat. Beide Planeten stehen in Harmonie zur Löwesonne. Der Saturn aus dem 5. Sonnenhaus, Uranus aus dem 9. Sonnenhaus. Das ist eine inspirierende Konstellation, die euch auch beruflich weiterbringt und die euch zum Denken und zum kreativen Schaffen anregt. Und weil die beiden Planeten jetzt im guten Aspekt zueinander stehen, den ganzen Monat über, ist das eine sehr gute Phase zum Manifestieren. Ja, also das heißt, ihr habt nicht nur gute Ideen und Pläne, sondern ihr könnt die auch umsetzen. Und dieser Aspekt, den erleben im November die Geburtstagskinder zwischen dem 16. und 21. August. Dann haben wir noch eine ganz wichtige neue Energie, Lilith. Der schwarze Mond verlässt das Zeichen Schütze und geht am 9. November und bis zum 6. August 2018 durch den Steinbock. Und damit steht sie dann in eurem 6. Sonnenhaus und kann euren Arbeitsalltag ganz schön aufmischen, bringt aber auch eine Menge kreativer Ideen hinein. Möglicherweise habt ihr jetzt auch vermehrt mit weiblichen Kolleginnen oder Konkurrentinnen zu tun, die euch herausfordern. Ich bin ja Lilith-Expertin und habe zu diesem wichtigen Transit ein ganzes Video-Special mit dem Titel »Geh deinen eigenen Weg« produziert. Darin erfahrt ihr alles, was ihr darüber wissen müsst. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Und der November startet mit Sonne, Merkur und Jupiter im Skorpion, alles bei euch im vierten Haus. Und was super ist für euch, die Liebesplaneten, die stehen im guten Aspekt zur Löwesonne hier in eurem dritten Sonnenhaus, die Venus in der dritten Dekade und der Mars in der ersten Dekade. Gerade die Mars-Konstellation kann zum Beispiel bedeuten, dass heiße Diskussionen, Flirts entstehen lassen können. Und die Venus steht eher dann in der dritten Dekade für sanftes Liebesgeflüster. Ihr habt dann auch gleich am 2. einen Top-Tag. Moment, muss ich hier mal eben einstellen. Genau, am 2., am Donnerstag, den 2. November,
Da können ungewöhnliche und spontane Begegnungen passieren und die haben das Potenzial für eine Beziehung oder Freundschaft in der Zukunft. Und diese Phase geht dann auch schnell in den Vollmond über. Der ist nämlich am 4. morgens früh, also praktisch schon in der Nacht vom Freitag auf den Samstag und in den Zeichen Stier und Skorpion. Steht also durchaus in Spannung zur Löwesonne. Das wird wahrscheinlich ein Wochenende mit lustvollen Flirts, aber auch einigen romantischen Verwicklungen. Denn, wie gesagt, der Vollmond hier bildet eine Spannung auf eure Sonne und deswegen könnt ihr bestimmt nicht schlafen. Also würde ich es auch gar nicht erst versuchen. Mit den Flirtplaneten Venus und Mars hier in der Waage werdet ihr sicherlich euren Spaß haben. Vielleicht seid ihr auch hin und her gerissen, weil auch viel schöne kosmische Energie in eure Familie und eure festen Beziehungen hineingeht. Am besten, ihr entscheidet euch, was ihr unternehmen wollt und steht dann auch voll dahinter. Und schenkt denjenigen, mit denen ihr an diesem Wochenende eure Zeit verbringt und die euch wichtig sind, eure volle Aufmerksamkeit und Liebe. Falls ihr Single seid und mit jemand Neuem anbandelt, scheint vielleicht anfangs alles Mögliche nicht zu stimmen und nicht zu passen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Neue Romanzen haben ein gutes Potenzial, sich zu echten Partnerschaften zu entwickeln. Schließlich habt ihr ja den Mondknoten in eurem Zeichen und könnt euren Seelenpartner finden oder von ihm gefunden werden. Am 5. November tritt der Merkur dann ins Zeichen Schütze ein und dann macht sich optimistisches Denken breit und das verstärkt für euch den kreativen Gedankenfluss, steht sehr günstig. Am 7. November geht dann die Venus ins Zeichen Skorpion und damit auch in euren Familienbereich. Und das bis zum 15. November dann erstmal in der ersten Dekade. Und das ist eine schöne, liebevolle Energie. Ihr habt jetzt Spaß und fühlt euch wohl, wenn ihr mit euren Lieben zu Hause seid. Wahrscheinlich habt ihr auch viel Besuch und nette Leute fühlen sich bei euch wohl. Dann geht am 8. November der Mars mit seiner Energie für euch in die zweite Dekade. Und am 9. November beginnt dann eben der Transit von der Lilith durch das Zeichen Steinbock und durch euer sechstes Haus. Wie besprochen, schaut euch dazu bitte mein Special Gehe deinen Weg an. Dann gibt es wieder einen Top-Tag für euch am Freitag, den 10. November. Da haben wir nämlich die Sonne und der Mond, die aktivieren beide den Mondknoten und ihr könnt als Seelenpartner gefunden werden. Oder ihr findet vielleicht heraus, dass ihr Nachwuchs erwartet. Ein schöner Tag für euch persönlich oder auch für euer Familienleben. Vom 13. bis zum 20. haben wir dann die heiße Phase mit fantastischen Romantiksternen, aber auch einigen kosmischen Verwirrungen. Sie beginnt mit einer wunderschönen Verbindung hier von Venus und Jupiter bei euch im 4. Sonnenhaus, also sprich bei euch zu Hause. Als nächstes geht dann die Venus in eine Harmonieverbindung zu Neptun und diese Konstellation ist besonders schön, wenn ihr in einer festen, vertrauensvollen Beziehung seid. Sie ermöglicht einen sehr schönen, intensiven und zärtlichen Austausch. Wenn ihr alleinstehend seid, ist das eine schöne Phase, um tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Und auf der praktischen Ebene könntet ihr euch zum Beispiel in eurem Heim einen Hausaltar einrichten oder ein Meditationszimmer. Ihr solltet während dieser Zeit gewonnene Erkenntnisse erstmal für euch behalten, denn wir haben bis zum 14. eine Konstellation mit Merkur, die vorübergehend für Verwirrung und Missverständnisse sorgen kann. Genau. Und am 15. während dieser Phase geht dann die Venus für euch in die zweite Dekade. Ja, und dann haben wir ja noch diese Spannung zwischen den beiden Kampfplaneten Mars und Pluto. Hier, ne? Mars und Pluto. Und die könnte euch dazu verführen, in Diskussionen heftiger zu argumentieren, als es euch gut tut. Das kann zum Beispiel Jobsituationen betreffen. Auch falls ihr Geschwister habt, kann es zwischen euch zu Konflikten kommen. Also Vorsicht. Und in diese Zeit fällt dann auch der Neumond vom 18. November. Und das ist eine gute Zeit, um sich eventuelle Ängste und negative Emotionen selbst einzugestehen und darüber nachzudenken. Bei euch kann das mit Familiengeheimnissen zu tun haben oder mit Sorgen, die ihr euch um eure Kinder macht. Schaut euch diese negativen Empfindungen ganz liebevoll an und dann lasst sie los. Denn der Neumond im Skorpion ist eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Als neuen Impuls könnt ihr dann darüber meditieren, was ihr euch von eurer Partnerschaft und eurem Familienleben für die Zukunft wünscht und wie ihr euch dabei selbst einbringen könnt.
Dann habe ich noch eine gute Nachricht. Am 22. November morgens früh um 4.05 Uhr geht die Sonne dann ins Zeichen Schütze. Und das ist für euch eine sehr positive Energie, denn die Sonne aktiviert dann bei euch im Horoskop den Bereich der Lebensfreude, Kreativität und auch der Erotik. Am 23. November geht dann die Venus aus eurem dritten Haus heraus in die dritte Dekade. Und danach folgt eine sehr romantische Phase mit Glücksplanet Jupiter in einem wunderschönen Harmonieaspekt zu Romantikplaneten Neptun. Und die geht vom 23. November bis zum 5. Dezember. Davon profitieren vor allem feste Löwebeziehungen und euer Familienleben. Und ab dem 23. November geht dann auch die anregende Energie von Mars in die dritte Dekade bis zum Ende des Monats. Dann gibt es noch zwei Top-Tage für euch. Und zwar am Freitag, den 24. und Samstag, den 25. November. Der Mond im Partnerhaus, der aktiviert dann an diesen beiden Tagen noch einmal das Mondknotenthema der Begegnung mit Menschen, für die ihr in Zukunft wichtig werdet. Und es kann auch sein, dass ihr jemanden wieder trefft, den ihr aus der Vergangenheit schon kennt. Wenn ihr Single seid, geht aus und lasst euch finden. Festliierte genießen den Romantikaspekt zwischen Venus und Neptun. Und dann haben wir noch vom 28. November bis zum 1. Dezember diese Phase, da wird der Mars nochmal einen recht heißen Aspekt bilden, nämlich hier zum unberechenbaren Uranus. Und während dieser Zeit habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden, nämlich Mittwoch, den 29. November. Da betont der Mond nochmal diese prickelnde Spannung, die sehr prickelnd eben zur Löwesonne steht. Und da werdet ihr sehr angeregt sein und in Gesprächen gut in Kontakt kommen. Allerdings solltet ihr damit rechnen, dass die Dinge sich nicht unbedingt so entwickeln wie geplant. Aber nach meiner Erfahrung mögen es die Löwen, wenn man sie überrascht und ein bisschen herausfordert. Und den Spaß werdet ihr mit diesem Aspekt auf jeden Fall haben. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen!